Ja, das Sprichwort, den Dutzend billiger, hat Veronica aus New York offensichtlich wörtlich genommen. 12 Kinder hat die gerade mal 37-Jährige. Dabei hat sie das 12. Kind Söhnchen Modi gerade erst zur Welt gebracht. Freunde und Verwandte unterstellen ihr, dass Kinderkriegen für sie zwanghaft sei. Diese Vorwürfe weist sie jedoch zurück. Ich finde nicht, dass ich süchtig nach Kindern bin. Alle sollten eine große Familie haben, denn welchen Sinn macht das Leben, wenn man nicht so viel Liebe wie nur möglich um sich hat? Und das sind sie. Victoria, Andrew, Adam, Mara, Dash, Dala, Marvelous und Natalia, Emily, Delilah und der 2-jährige Donovan. Vor einem Monat ist noch Baby Modi dazugekommen. Um nicht den Überblick zu verlieren, hat Veronica jedem Kind eine eigene Farbe zugeordnet. Orange ist die beste Farbe, ich weiß nicht wieso, aber es sieht super aus. Bei dem 12-Jährigen ist nicht nur die Zimmerwand orange, auch Kopfhörer und Kleider trägt er nur in dieser Farbe. In Malers Zimmer ist jedes kleinste Detail vom Plüschtier über die Schuhe bis hin zum Zeichenheft und zur Zimmerdeko gelb. Und auch beim Geschirr hat jedes Kind seine eigene Farbe. Es hilft mir, den Überblick zu behalten. Es macht die Kleiderwahl und die Wäsche einfacher. Es hilft mir auch, wenn ich Essen ausgebe. Dann weiß ich sofort, auf welchen Teller ich welches Essen machen muss. Ansonsten komme ich leicht durcheinander. Das System Veronica fokussiert sich auf 6 Farben. Rot, Grün, Lila, Blau, Gelb und Orange. Dann geht's wieder von vorne los. Klingt erstmal etwas komisch, doch sogar die Kinder finden es gut. Ich habe blaue Spielsachen, blaue Kleider, ein blaues Zimmer und beim Geschirr benutze ich blaue Teller und blaue Tassen. Und wenn jemand seinen Teller nicht aufräumt, weiß meine Mutter sofort, wer das war. Aber von vorne. Veronica ist praktisch, seit sie 14 Jahre alt ist, kontinuierlich schwanger. Als Teenager hat sie von ihrer Jugendliebe ihr erstes Kind bekommen, mit 19 noch ein weiteres. Danach trennen sich die jungen Eltern und Veronica lernt Marty kennen, von dem sie nun schon 10 weitere Kinder bekommen hat. Das Schwangersein hat fast schon etwas Zwanghaftes für sie, denn Abtreibung oder Verhütung lehnt sie kategorisch ab. Man könnte meinen, dass ich mal genug habe, aber ich genieße es einfach so sehr, Kinder zu kriegen. Das hört sich jetzt komisch an, aber es macht mich ein bisschen traurig, wenn ich meine Tage bekomme. Ich frage mich, was wäre, wenn ich jetzt schwanger geworden wäre? Was für ein kleiner Mensch wäre daraus entstanden? Und ich habe das Gefühl, etwas zu verpassen. Veronica selbst wächst mit nur einer Schwester auf. Von ihrer schwer kranken und alleinerziehenden Mutter bekommt sie wenig Liebe. Als sie mit 14 schwanger wird, denkt sie nicht eine Sekunde daran, ihr Baby abzutreiben. Ich hatte keine Beziehung zu meiner Mutter. Und als ich schwanger wurde, habe ich mich gefreut, dass ich endlich jemanden haben würde, den ich richtig lieben konnte und der auch mich lieben würde. In der XXL-Familie geht es immer rund. Jetzt ist es gerade besonders schwierig, denn sie ist seit 2 Monaten Single. Sie hat sich von Ehemann Nummer 2 erst vor 2 Monaten getrennt. Gekriselt hatte es schon lange. Die ständigen Schwangerschaften von Veronica stellten die Ehe auf die Zerreißprobe. Mein Ex-Mann wurde oft von seinen Kumpels wegen unserer großen Familie gehänselt. Und obwohl er die Schwangerschaften ja verursacht hat und die Kinder auch wollte, hat er trotzdem oft sauer reagiert und mich beschuldigt, dass ich sein Leben zerstöre. Nach 16 Jahren Ehe hat sie den Schlussstrich gezogen und als Folge muss nun jedes Kind noch mehr mit anpacken. Bei so viel gemeinsamer Verantwortung kann man sich da gegenseitig noch ausstehen? Ich bin ehrlich, meine Geschwister nerven mich oft, aber ich liebe sie auch. Wir streiten uns manchmal, aber die meiste Zeit vertragen wir uns. Am nervigsten sind sie, wenn sie so zwischen 3 und 14 Jahre alt sind. Und danach sind wir wieder Besties, wie bei vielen Geschwistern. Dass genug Platz da ist für eine 13-köpfige Familie, dafür sorgt dieses, naja, sagen wir mal, sehr renovierungsbedürftige Haus. Das hat sich die Mutter für schlappe $20.000 ersteigert. Und jetzt helfen alle mit, es Stück für Stück auf Vordermann zu bringen. Um alle Kinder transportieren zu können, hat sich Veronica einen gelben Schulbus zugelegt. Da passt eine ganze Fußballmannschaft rein. Doch eine Tankfüllung geht ins Geld. $120 kostet einmal vollmachen. Das reicht gerade mal für 2 Wochen. Ich mache mir schon oft Sorgen ums Geld. Im Moment sind nicht alle Rechnungen bezahlt. Ich bin etwas in Verzug.
Aber ich konnte seither auf meine Ersparnisse zurückgreifen und wir leben auch von Spenden. Veronica arbeitet als Künstlerin und verkauft ab und zu eines ihrer Bilder. Zum Leben ist es nicht genug. Um die hungrigen Mäuler zu stopfen, muss sie auf staatliche Hilfe zurückgreifen. Für Urlaub reicht es nicht und die Kleinen müssen auch mal verzichten. Ist es schwer, alle fair zu behandeln? Es ist nicht immer fair und das ist das Leben, Sie verstehen das. Heute ist eine Ausnahme, weil wir heute bezahlen. Da darf sich jeder einen Snack aussuchen. Doch die Chaos-Familie sorgt überall, wo sie hingeht, für Aufmerksamkeit und wirft Fragen auf. 12 Kinder zu haben, muss finanziell hart sein und stressig. Die sind cool, aber seit sie hier drin sind, geht es auch ein bisschen chaotisch zu. Vor einem Jahr fing Veronica an, ihre Familie auf TikTok zu stellen. Damit macht sie zwischen $45 am Tag. Bei ihren 190.000 Followern ist sie als This Mad Mama bekannt, auf Deutsch die verrückte Mutter. Aber sie bekommt täglich auch die Schattenseiten von Social Media zu spüren. Diese Kinder sehen verwahrlost aus. Wer braucht schon 12 Kinder? Bitte hör endlich mit dem Kinderkriegen auf. Solche Kommentare lassen sie jedoch kalt. Die Leute werden mich immer für verrückt halten. Ich kann niemanden dazu zwingen, mich zu verstehen. Aber weil ich in meiner Kindheit so oft gehänselt wurde, habe ich ein dickes Fell. Ich bin es gewohnt, dass die Leute mich nicht verstehen. Was für mich zählt, ist, dass meine Kinder mich verstehen und glücklich sind. Ihren Followern hatte sie versprochen, dass sie erst mit dem Babykriegen aufhört, wenn sie 16 Kinder hat. Doch die Geburt von Modi hat Veronikas Körper an seine Grenzen gebracht. Erst vor ein paar Tagen lag sie wegen einer Thrombose mehrere Tage im Krankenhaus. Jetzt denkt sie zum ersten Mal darüber nach, endlich mit dem Kinderkriegen aufzuhören. Ich habe ausgerechnet, dass ich noch Zeit für 4 Kinder habe. Doch aufgrund meiner Gesundheit und auch der Wirtschaftslage habe ich beschlossen, mit 12 Kindern ist es jetzt okay, aufzuhören. Einen Hoffnungsschimmer für ein weiteres Baby gibt es jedoch. Ihre älteste Tochter Victoria ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Die 22-Jährige hat aber nicht vor, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie das 12-mal gemacht hat. Ich tue mich schon schwer mit dem einen Mal. Ich werde das auf keinen Fall gleich nochmal durchmachen wollen. Vielleicht in ein paar Jahren, aber höchstens noch ein weiteres Kind. Na, wir werden mal sehen. In 4 Wochen wird sie ihre Mutter zum ersten Mal zur Großmutter machen.